Und damit steigen wir ein in den Tagesordnungspunkt Aktuelle Stunde. Wie ich es eingangs gesagt habe, ist zunächst der Einreicher an der Reihe. Danach beginnt in der Fraktionsrunde Bündnis 90 Die Grünen. Herr Rentsch, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Stadträte, liebe Bürger, unter dem Namen Karawane des Lichts hatte sich Anfang September ausgehend von einem syrischen Flüchtlingskollektiv in der Türkei eine Telegram-Gruppe gegründet, die sich eine Woche nach ihrer Entstehung bereits mehr als 70.000 App-Nutzer anschlossen. Ihr Ziel war bzw. ist es, Migranten aus Europa vornehmlich nach Deutschland zu schleusen. Am 16.09. schrieb die Morgenpost, neue Flüchtlingswelle, Dresden schon wieder vor großer Belastungsprobe. Mehrere tausend Ukrainer sind wegen des Krieges bereits nach Dresden gekommen, doch nun droht der Zuzug hunderter Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und der Türkei. Im Text heißt es weiter, da andere Bundesländer die Aufnahme verweigern, bleiben die meisten zunächst in der Region. Hier treffen sie auf bereits überlastete Aufnahmeeinrichtungen, einen überhitzten Wohnungsmarkt und Einheimische, die zunehmend mit eigenen Problemen zu kämpfen haben. Wie ist nun der aktuelle Stand 3 Monate später? Seit Anfang Oktober 2022 hat die Landesdirektion der Ausländerbehörde Dresden 518 Flüchtlinge zugewiesen. Sie stammen vorwiegend aus Syrien, Afghanistan, Venezuela, Irak, aus der Türkei, der Russischen Föderation, Pakistan, den palästinensischen Gebieten, dem Libanon, Indien, Tunesien und Georgien. Im November 2022 wurden insgesamt 560 Menschen im Kontext Flucht und Asyl an die Landeshauptstadt Dresden zur Unterbringung zugewiesen. Die Herkunftsländer sind Äthiopien, Afghanistan, Eritrea, Georgien, Indien, Irak, Jordanien, Libanon, Marokko, Myanmar, palästinensische Gebiete, Syrien, Türkei und Venezuela. Bis Ende 2022 werden der Landeshauptstadt Dresden sehr wahrscheinlich keine weiteren Personen im Kontext Flucht und Asyl zugewiesen. Die Pressemitteilung der Stadt vom 14.12. führt hierzu aus, die städtische Strategie sieht vor, möglichst viele Menschen dezentral in Wohnungen und Wohnheimen, die sich gut in unser Wohnquartier einfügen, unterzubringen. Allerdings reicht das Angebot auf dem Wohnungsmarkt dafür nicht aus. Ich glaube, das spricht für sich. Hierzu sei auch angemerkt, dass die Verwaltung unsere Anfrage von Frau Dr. Schöps zu den aktuellen Fallzahlen im Bereich Flucht und Migration nicht fristgerecht beantworten konnte oder wollte. Und auch der letzte Bericht Asyl und Flüchtlinge, das sogenannte Asylmonitoring im Sozialausschuss, datiert mittlerweile vom Juli diesen Jahres. Die absolute Mehrheit der Stadträte hier im Plenum rollen bei dem Thema ohnehin mit den Augen und denken sich, die AfD schon wieder das Thema Flüchtlinge, die alte Leier. Und wissen Sie was? Ja, es ist das alte und es ist das neue Problem dieser Stadt. Wir stehen wieder vor einer Flüchtlingskrise wie 2015. Jedoch ist die jetzige Krise einen ganzen Zacken schärfer. Die Kombination aus Inflation, Energieunsicherheit, Wohnraumknappheit und unkontrollierter Zuwanderung stellt sowohl die Verwaltung als auch die Bürger dieser Stadt vor Aufgaben eines bisher unbekannten Ausmaßes. Auch im Hinblick auf die Sicherheit wird sich die Lage nicht entspannen. Hier bleibt nur zu hoffen, dass uns kulturelle Opfer weitgehend erspart bleiben. Die vergangenen 7 Jahre waren schlimm genug. Kostengünstig ist das Ganze zudem auch nicht. Hierzu ein kurzer Einblick für die Bürger Dresdens. In der vergangenen Stadtratssitzung wurden Mehrbedarfe für Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz, einschließlich Unterbringung und Betreuung, in Höhe von bis zu 27 Millionen Euro beschlossen, sowie ein erwarteter Mehrbedarf für geflüchtete Menschen im Kontext Ukraine in den Rechtskreisen SGB II und 7 in Höhe von insgesamt bis zu 14,3 Millionen Euro. Die erwarteten Aufwendungen für geflüchtete Menschen im Kontext Ukraine im Rechtskreis Asyl, insbesondere für Unterbringung, Verpflegung, Betreuung, Krankenhilfe, in Höhe von insgesamt 32,8 Millionen Euro, durfte der Stadtrat zur Kenntnis nehmen. Zum Schluss möchte ich den hier Anwesenden noch ein kleines Geheimnis verraten. Seid ihr schon gespannt, ne? Die künftigen Probleme dieser Stadt wären mit der AfD ungleich konstruktiver und einfacher zu lösen,
wenn die Damen und Herren Stadträte ihren Hass auf die eigene Identität überwinden würden. Der Lösungsvorschlag zur Flüchtlingsthematik unserer Fraktion liegt Ihnen ja bereits vor, der im Anschluss an diese Aktuelle Stunde verhandelt wird. Über das zu erwartende Abstimmungsergebnis sind wir uns zum leidigen Nachteil der einheimischen Bürger jetzt schon im Klaren. Auch wenn Sie, liebe Stadträte der Altparteien, grundsätzlich zustimmen, bleiben Sie Ihrer Doktrin treu und lehnen Sie höflich ab. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Bündnis 90 Die Grünen. Da ist niemand da, deswegen kann auch niemand sprechen. Fraktion Die Linke? Keine Wortmeldung. Dann CDU-Fraktion verzichtet. Freie Wähler, Herr Hannig. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kollegen und Kolleginnen Stadträte. Auf Antrag der AfD-Fraktion haben wir nun diese Aktuelle Stunde hier. Ein Teil des Stadtrates, was ich undemokratisch und nicht schön finde. Eine Aktuelle Stunde, die wir in Angesicht einer Tagesordnung mit 60 Punkten durchaus hinterfragen dürfen. Weil diese Aktuellen Stunden in der Regel nur dazu genutzt werden, polemisch und politisch sich hier von Seiten der Redner, da schließe ich mich nicht aus im Normalfall, zu präsentieren und politische Weisheiten und Wahrheiten zu verkünden, die jeder für sich wichtig findet. Trotzdem steht der AfD die Aktuelle Stunde zu. Grundsätzlich ist es ein Problem, das diesen Stadtrat interessieren sollte. Die Frage ist nur, ob Ihre Analyse, werte Damen und Herren Kollegen von der AfD, so zutreffend ist. Ohne Zweifel trifft es nach unserer Ansicht nach zu, dass in diesem Jahr neben den Flüchtlingen aus der Ukraine auch wieder massiv die Zahl der Menschen steigt, die über die Balkanroute hierher kommen. Wir haben gehört, es kommen auch Russen zu uns und es kommen auch Zuwanderer oder Flüchtlinge und Asylsuchende aus Südamerika zu uns. Aber die Frage ist doch, was können wir in Dresden tun? Die Bundesregierung sagte zum Thema der Migration, ich sage die Quelle gleich vorher, www.bundesregierung.de, Archiv Migration Integration 2020, veröffentlicht am 16. Oktober damals, kein Land der Welt kann unbegrenzt Schutzsuchende aufnehmen. Migration muss gesteuert werden. Und nur wenn Schutzsuchende, die ein Recht haben, hier zu bleiben, wirklich in die Gesellschaft integriert werden, das heißt wirklich unterkommen, sich Sprache, Recht und Gepflogenheiten des Aufnahmelandes aneignen, eine Arbeit aufnehmen und am sozialen Leben teilnehmen, kann ein gutes Zusammenleben gelingen. Deshalb sind alle, neben den Schutzsuchenden, auch Politik, Gesellschaft und Wirtschaft gefordert. Das ist richtig, das tragen wir Freie Wähler, Freie Bürger mit und in diesem Kontext ist auch Ihre Aktuelle Stunde AfD, liebe Kollegen von der AfD, zu akzeptieren und sicher notwendig. Die Frage ist aber, ob die Resolution, die Sie hier anschließend ins Gespräch bringen wollen, das Moratorium an dieser Situation irgendwas ändern wird. Deswegen kündige ich auch jetzt an, dass das unser einziger Redebeitrag zu dem Thema ist. Wir glauben, dass diese Resolution, dass Ihr Moratorium natürlich nichts daran ändern wird. Das, was die Bundesrepublik an Aufgaben zu stemmen hat, muss die Bundesrepublik auch lösen. Dafür wählen wir einen Bundestag, dafür wählen wir Landtage und wir als Kommune, als Landeshauptstadt müssen die Probleme unserer Bürger lösen. Beschlüsse wie der zum sicheren Hafen, zum Klimanotstand oder zum Nazi-Notstand sind plakativ. Die haben unserer Stadt nicht viel gebracht. Es sind Dinge, die wir im Stadtrat diskutieren, die aber die meisten Bürger auf der Straße nicht interessieren. Und genauso ist es nach unserer Ansicht mit dem von Ihnen vorgeschlagenen Moratorium. Die von mir erwähnten Beispiele sind Beispiele dafür, dass wir, und da schließe ich mich in der Regel nicht aus, ganz ehrlich bin ich auch selbstkritisch, manchmal die Kommunalpolitik mit Themen überladen, die hier im Stadtrat debattiert werden, die plakativ sind, die uns, sagen wir mal, eine Art Selbstbefriedigung bringen, uns hier darzustellen, aber eigentlich zu gar nichts führen. Das sind Themen, bei denen wir uns als, oder bei denen sich die Antragsteller Redeschlachten liefern, demonstrativ rausgehen, wie die Fraktion der Grünen gerade. Aber was nutzt der Landeshauptstadt? Wir haben mit der Situation zu kämpfen, dass wir ein erhöhtes Aufkommen an fliehenden Flüchtlingen, an Menschen haben, die hier Hilfe brauchen. Und das müssen wir als Dresdner vernünftig lösen. Und ein plakatives Moratorium zu begründen, wir wollen keine Menschen mehr aufnehmen, sagt über uns als Stadtgesellschaft nichts Positives aus. Es bleibt am Ende heiße Luft und es hilft den Menschen nicht, die hierher kommen. Und es hilft unseren Dresdner Wählern nicht, die mit der Situation umgehen müssen. Wichtig wäre, dass wir versuchen, ehrlich und ohne Hass und Hetze und ohne Geife und Schaum vom Mund über die Probleme, die wir damit hier haben, zu debattieren und trotzdem Lösungen zu finden.
Wie gesagt, die Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger wird sich nicht nochmal dazu äußern. Wir werden aber Ihrem Moratorium nicht zustimmen, werte Kollegen von der AfD. Danke. SPD, wird das Wort gewünscht? Nein. Dann FDP, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Asyl, Flucht und Einwanderung, dieser Themenkomplex beschäftigt ja nun nicht erst seit 2015 viele politische Ebenen. Und was ich immer wieder erlebe, und das tut mir eigentlich in der Seele weh, ist, dass diese Diskussionen entweder mit Scham vom Mund geführt werden, siehe Überschrift und Einleitung bei der Aktuellen Stunde heute, oder aber auch mit dem Kopf im Sand. Und beides trägt nicht dazu bei, die Polarisierung dieser Debatte, dieses Schwarz-Weiß-Denken in dieser Debatte in irgendeiner Art und Weise zu überwinden. Wir gewähren Zuflucht, Asyl, Schutz. Wir sind ein Land, das Hoffnung gibt, Möglichkeiten bietet. Deutschland war, Deutschland ist und Deutschland wird immer sein ein Einwanderungsland. Und daran wird auch der Stadtrat Dresden nichts ändern. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und dazu habe ich heute wieder mal nichts gehört. Wie gehen wir damit um? Wie integrieren wir die Menschen in unsere Gesellschaft? Was die wichtigste Aufgabe bei diesem ganzen Thema ist. Und ich habe es schon mal gehabt, wir hatten schon mal eine ähnliche Aktuelle Stunde zu dem Thema. Wir haben dort viele, viele Baustellen. Integration, Sprache, Integration in den Arbeitsmarkt statt in den Sozialmarkt, den Menschen es zu ermöglichen, für sich selbst in unserem Land zu sorgen, Teil der Gesellschaft zu sein, was ein Großteil dieser Menschen ja auch werden will. Die Hürden dafür sind extrem hoch. Es ist sehr kompliziert, aber wenn man sie dann mal überwindet, ich spreche das aus eigener Erfahrung, ich arbeite zum Beispiel in meinem Beruf auch mit Geflüchteten aus Venezuela zusammen. Das sind fantastische Menschen. Wir sind froh, dass sie da sind. Die sind bei ihren Kollegen akzeptiert und sie sind auch eine Bereicherung für unsere Firma. Aber bei allen Themen, die wir hier im Stadtrat besprechen, sollten wir uns mal darüber nachdenken, was können wir als Stadtrat mitgestalten und was nicht. Und die rechtlichen Rahmen zum Thema Asyl, Flucht, Migration können wir hier als Stadtrat in keinster Art und Weise beeinflussen. Wir können auch nicht über den Grenzschutz der EU reden, wir können auch nicht über Aufnahmestopp reden. Können wir alles nicht. Können wir alles nicht. Jeder, der das hier macht und tut und will, betreibt Populismus und Wählerfang. Und eins möchte ich auch noch mal klarstellen. Wir sind auch keine Stadt, die sich irgendwie überrollen lässt oder überfordern lässt. Landeshauptstadt Dresden stand schon vor vielen Problemen, stand vor vielen Herausforderungen, hat es bis jetzt immer gemeistert. Die Landeshauptstadt Dresden hat auch dem Land und dem Bund schon mehrfach aufgezeigt, wo die Grenzen der Kapazitäten sind, wo die Grenzen der Belastung sind. Und sie wird es auch weiter tun. Und deswegen brauchen wir als Landeshauptstadt Dresden, als Stadtrat auch keinerlei Beschlüsse zu fassen über irgendwelche Moratorien, die am Ende nichts weiter sind als Effekthascherei. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde, Fraktion Dissidenten, Herr Aschenbach. Besinnliche Adventszeit. Flüchtlingskarawane überrollt Dresden. So titeln die Rassisten, weil sie Rassisten sind. Ich habe gerade keinen Bock, darauf einzugehen. Zum Glück haben andere schon, besser als ich es je könnte, das Übel, sie nannten es Identität, beschrieben, welches ihr vorgeblich schützen wollt, die Deutschen. Hölderlins Hyperion schrieb Folgendes in einem Brief an Bellarmin. So kam ich unter die Deutschen. Ich forderte nicht viel und war gefasst noch weniger zu finden. Barbaren von Alters her, durch Fleiß und Wissenschaft und selbst durch Religion barbarischer geworden. Tief unfähig jedes göttlichen Gefühls, verdorben bis ins Mark, in jedem Grad der Übertreibung und der Ärmlichkeit beleidigend für jede gut geartete Seele, dumpf und harmonielos wie die Scherben eines weggeworfenen Gefäßes. Das, mein Bellarmin, waren meine Tröster. Es ist ein hartes Wort und dennoch sage ich's, weil es Wahrheit ist. Ich kann kein Volk mir denken, das zerrissener wäre wie die Deutschen. Handwerker siehst du, aber keine Menschen. Denker, aber keine Menschen. Priester, aber keine Menschen. Herren und Knechte, junge und gesetzte Leute, aber keine Menschen. Ist es nicht wie ein Schlachtfeld, wo Hände und Arme und alle Glieder zerstückelt untereinander liegen, indessen das vergossene Lebensblut im Sande zerrinnt?
Die Tugenden der Deutschen sind ein glänzend Übel und nichts weiter. Denn Notwerk sind sie nur aus feiger Angst mit Sklavenmühe dem wüsten Herz abgedrungen. Ich sage dir, es ist nichts Heiliges, was nicht entheiligt, nicht zum ärmlichen Behelf herabgewürdigt ist bei diesem Volk. Und was selbst unter wilden göttlich rein sich meist erhält, das treiben diese allberechnenden Barbaren, wie man so ein Handwerk treibt. Und können es nicht anders, denn wo einmal ein menschlich Wesen abgerichtet ist, da dient es seinem Zweck, da sucht es seinen Nutzen. Wenn sie nur bescheiden wären, diese Menschen, zum Gesetz nicht sich machten für die Bessern unter ihnen. Es ist auch herzzerreißend, wenn man eure Dichter, eure Künstler sieht. Sie leben in der Welt wie Fremdlinge im eigenen Hause. Voll Lieb und Geist und Hoffnung wachsen seine Musenjünglinge dem deutschen Volk heran. Du siehst sie 7 Jahre später und sie wandeln wie die Schatten, still und kalt. Sind wie ein Boden, den der Feind mit Salz besäte, dass er nimmer ein Grashalm treibt. Es ist auf Erden alles unvollkommen, ist das alte Lied der Deutschen. Wenn doch einmal diesen Gottverlassenen einer sagte, dass bei ihnen nur so unvollkommen alles ist, weil sie nichts Reines, Unverdorben, nichts Heiliges unbetastet lassen mit den plumpen Händen. Dass bei ihnen nichts gedeiht, weil sie die Wurzel des Gedeihens, die göttliche Natur, nicht achten. Dass bei ihnen eigentlich das Leben schal und sorgenschwer und übervoll von kalter, stummer Zwietracht ist. Wüster, immer öder werden da die Menschen. Der Knechtsinn wächst, mit ihm der grobe Mut, der Rausch wächst mit den Sorgen und mit der Üppigkeit der Hunger und die Nahrungsangst. Zum Fluche wird der Segen jedes Jahres. Und wehe dem Fremdling, der zu solchem Volke kommt. Und dreifach wehe dem, der vom großen Schmerz getrieben zu solchem Volke kommt. So, damit ist die Fraktionsrunde und damit auch die Aktuelle Stunde beendet. Wir